wenn ich ungerecht behandelt werde, dann ist es mir egal, ob meine ganze Pension wieder drauf geht für Rechtsstreitigkeiten. Ich will und ich glaube an das Recht bei unseren Gerichten. Und was damals wirklich abgelaufen, emotional abgelaufen ist, man hat einfach versucht, eine Verhinderungspolitik mit mir zu machen, mit mir politisch eine Verhinderungspolitik. Und ich war vielen sicher ein Dorn im Auge, die absolut gerne nur parteimäßig denken. Aber ich war sicher nie unseren Bürgerinnen und Bürgern ein Dorn im Auge. Und ich höre das immer wieder, dass mein Engagement und meine Hilfe für den einen oder anderen heute noch immer positiv rüberkommt. Herr Schech, bei der Wahl 2018, bei der Bayerischen Landtagswahl, treten Sie als Direktkandidat der FDP, nicht als Direktkandidat für Freie Wähler oder CSU, sondern für die FDP an. Jetzt muss man mal festhalten, Sie sind ein erfahrener Kommunalpolitiker. Sie begannen Ihre politische Laufbahn als Kommunalpolitiker 1984 im Gemeinderat Ihrer Gemeinde, waren von 1990 bis 2000 deren Bürgermeister, unmittelbar darauf Landrat, wurden jedoch 2010 von diesem Posten suspendiert. Stichwort Wonsacher Finanzaffäre. Und sind nun aktuell seit 2014 mit dem besten Ergebnis aller Gemeinderäte wieder zurück im Gemeinderat Ihrer Gemeinde. Eigentlich wäre der Kreis damit geschlossen. Vom Gemeinderat zurück wieder zum Gemeinderat. Ihre Reputation durch das überragende Wählervotum wiederhergestellt. Sie könnten es zumindest politisch locker ausklingen lassen. Aber nein, mit dann 71 Jahren, im Moment sind Sie 70, werden im Laufe des Jahres 71, möchten Sie aber jetzt in die Landespolitik, in den Bayerischen Landtag als Direktkandidat. Frage, worin liegt der Reiz für Sie in der Bayerischen Landespolitik, also jetzt in der Bayerischen Landespolitik mitzumischen? Ja, das sind natürlich viele Fragen. Auf einmal, und das kann ich nicht ganz so kurz beantworten. Es ist richtig, dass ich 1984, also mit 37, 38 Jahren, erstmals in die Politik gegangen bin. Damals für die Freien Wähler, also auch parteilos. Damals gab es auch noch keine Wählergruppe. Und die Zeit als Bürgermeister 90 bis 2008, als auch die Zeit als Landrat, habe ich sehr positiv in Erinnerung. Ich konnte sehr viel damals bewegen, gestalten. Und ich habe persönlich auch gemerkt, und weil Sie mein Alter angesprochen haben, dass mir das Arbeiten sehr gut tut. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, im Alter, wo man eigentlich ja, wie man sagt, in den wohlverdienten Ruhestand geht, ist für mich eine andere Einstellung. Ich weiß, wenn ich nicht Samstag, Sonntag herumhänge und vielleicht ein dickes Buch lese, was ich nicht sehr gerne tue, dann geht es mir furchtbar schlecht. Wenn ich was arbeite, dann geht es mir gut. Und nachdem ich scheinbar Gene bekommen habe, wo ich sehr dankbar dafür bin, möchte ich mein Leben so lange aktiv gestalten, wie ich es überhaupt machen kann. Und bis mir halt auch Freunde oder ich selber merke, es ist gescheiter, da kriselt schon da oben ein bisschen was, es ist besser, du hörst auf. Nur, ich muss eins dazu sagen, ich möchte im Landtag meine kommunalpolitische Erfahrung einbringen. Ich habe gesehen, wie viele Probleme es draußen gibt. Ich sage jetzt bloß das aktuelle Thema, Straßenausbaubeitragssatzung, eine Katastrophe, die ich noch als Bürgermeister immer angewandt habe und gemeint habe sogar, das ist richtig. Nur mittlerweile weiß ich, was wir da für Fehler gemacht haben. Und deshalb möchte ich das in ein Landesparlament mit einbringen, denn es gehört auch dort ein Ausgleich rein. Wir brauchen nicht nur sogenannte Berufspolitiker. Ein böses Wort sagt, es gibt welche, die haben den Kreissaal,
den Hörsaal und den Lehrsaal gesehen, ein Leben lang. Und welche absurde Entscheidungen da manchmal und Forderungen da herauskommen, die so wirklichkeitsfremd sind, wenn man nicht mit beiden Füßen ein Leben lang auf der Erde stand und sich täglich sein Brot verdienen musste. Und zwar nicht mit irgendeinem Job, den man durch ein Wählervotum hat. Ich bin der Meinung, es gehören junge Leute rein, aber es gehören auch Erfahrene rein. Und deshalb würde ich das liebend gerne dort einbringen. Und für mich ist natürlich auch eine neue Erfahrung. Zur Selbstbestätigung, sage ich ganz ehrlich, brauche ich es nicht mehr. Das hat mir das Wahlergebnis in Wollensach für meine Reputation wieder gebracht, als ich 2014 mit einem sagenhaften Ergebnis in den Marktgemeinderat und auch in den Kreistag gewählt wurde. Fühlen Sie sich denn so, dass Sie sagen können, Ihre Reputation ist wirklich vollkommen hergestellt? Nein. Wenn ich es rekapitulieren darf. Ja. Seit 2010 zieht sich die Geschichte bis heute hin. Da ist ja immer noch was offen. Sie haben gekämpft, Sie wurden verurteilt, Urteile wurden aufgehoben, aber es gibt immer noch offene juristische Verfahren. Richtig. Mal ganz ehrlich, dürfen Sie denn überhaupt für den Bayerischen Landtag kandidieren, wenn es da noch offene Verfahren gibt? Ja, gut, das sind zivilrechtliche und auch die sich im Pensionsrecht auswirken. Das Strafverfahren wurde ja am Anfang mit einem, ich glaube, 2 Jahre auf Bewährung und einer hohen Geldstrafe wurde ich verurteilt. Ich kurz einhaken, es ging um Veruntreuung. Veruntreuung. Nicht um etwas in die eigene Tasche zu schieben, sondern Veruntreuung. Eigentlich ein Verwaltungsakt, der falsch gemacht wurde. Aber es hat sich herausgestellt, dass dieser Verwaltungsakt formell falsch war, aber keinen Schaden dem Markt Wollensach gebracht hat. Wie viel Geld er dem Markt Wollensach gebracht hat, da streiten sich immer noch einige Gutachter. Aber alles im zigtausend bis hunderttausende im sechsstelligen Bereich rauf. Und diese Situation wurde dann nach 2 Instanzen endlich geklärt. Das Bundesverfassungsgericht, das höchste Gericht in Deutschland, hat gesagt, wo kein Schaden ist, ist auch keine Untreue. Und hat dieses Gerichtsurteil aufgehoben. Das ist mittlerweile auch schon wieder einige Jahre her. Und Sie sprechen es richtig an. Es gibt immer noch Verfahren, die anhängen. Ein Schadenersatz, der eigentlich mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil eigentlich auch ad absurdum ist, weil man dort festgestellt hat und es namhafte Gutachten gibt, dass es positiv war, was wir entschieden oder was ich gemacht habe. Und noch ein Verfahren, in dem es sich um die Pension, meine von mir erworbene Pension mit 20 Jahren Arbeit als Bürgermeister oder als Landrat, aus dieser Pension werde ich bis heute erhalte ich bis heute erst 70%. Und begonnen hat man damals mit 30%, heute gibt man mir 70%. Das Verfahren ist mittlerweile, wie Sie es richtig gesagt haben, im 8. oder im 9. Jahr schon. Und sollte ich das Mandat in den Landtag schaffen, dann werde ich vielleicht für den bayerischen Staat und für die Bürgerinnen und Bürger, die mich ja im Endeffekt bezahlen, der günstigste Abgeordnete sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich parallel meine Pension und parallel das Landtagsgehalt oder das Beamtengehalt, also das Landtagsgehalt bekomme. Eines von beiden wird entweder gekürzt oder aufgehoben. Also für das Geld würde keiner bei mir einen Job in einem Monat machen. Ich mache es aus Überzeugung und aus Freude. Und mein Vater hat einmal zu mir gesagt und habe das nie verstanden, als er das sagte, ist das Leben schön gewesen, waren es wunderbare Aufgaben. Und das merke ich jetzt im Alter, Vater wurde 88 Jahre alt, merke ich jetzt im Alter, dass ich auch in diese Richtung komme,
wenn ich etwas tun kann, was mir Spaß macht, das gibt mir Kraft, gibt mir Freude und ich bin viel verträglicher mit meiner Umwelt, insbesondere mit der Familie, wenn ich eine Aufgabe habe, die mir Freude macht. Und die Politik mit meiner Erfahrung kann ich mir vorstellen, dass man auch im Landtag sehr, sehr viel Freude machen wird. Und ich kann an jeden sagen, ich werde mich bemühen in einem Wahlkampf. Das Wort habe ich sowieso sehr dick, das will ich also auch dazu sagen. Das ist kein Wahlkampf, das ist für mich eine Wahlinformation, was ich dann tun und machen werde dort. Und ich werde das so fair machen. Und mich interessiert nicht, was die Mitbewerber sagen, sondern will unseren Bürgerinnen sagen, was ich mache und Bürgern. Würde es Sie überraschen, nachdem Sie uns ja gerade erklärt haben, das eine ist eine zivilrechtliche Geschichte, das andere ist Pension, dass Ihre Kandidatur bei vielen etwas auslösen könnte? Ihre Kandidatur wird mit Sicherheit ja auch über die Grenzen des Landkreises hinaus wahrgenommen. Dadurch erreichen Sie wieder etwas mehr Popularität, als manchen Leuten vielleicht lieb wäre. Rechnen Sie damit, dass jetzt noch irgendwas käme, wo man sagt, okay, naja, das kann man doch jetzt wieder aufleben lassen oder verstärkt fortführen? Also ich denke, dass alle, die damals die Messer gewetzt haben, daraus gelernt haben. Wo nichts ist, kann man auch nichts holen. Wenn keiner was verbrochen hat, dann sieht man es ja bei mir, es war ein langer Weg, 6 Jahre bis zum Bundesverfassungsgericht dann. Irgendwo kommt die Gerechtigkeit raus. Und ich kann nur eines sagen. Wenn ich ungerecht behandelt werde, dann ist es mir egal, ob meine ganze Pension wieder drauf geht für Rechtsstreitigkeiten. Ich will und ich glaube an das Recht bei unseren Gerichten. Und was damals wirklich abgelaufen, emotional abgelaufen ist, man hat einfach versucht, eine Verhinderungspolitik mit mir zu machen, mit mir politisch eine Verhinderungspolitik. Und ich war vielen sicher ein Dorn im Auge, die absolut gerne nur parteimäßig denken. Aber ich war sicher nie unseren Bürgerinnen und Bürgern ein Dorn im Auge. Und ich höre das immer wieder, dass mein Engagement und meine Hilfe für den einen oder anderen heute noch immer positiv rüberkommt. Angst, es kann sein, aber Angst vor solch einem Vorgehen wieder habe ich auf keinen Fall. Ich wurde also mit über 60 Jahren das erste Mal vor ein Gericht geschleift. Mittlerweile zitterte ich nicht mehr, wenn ich in einen Gerichtssaal reingehe. Damals war ich paralysiert. Ich hatte am Anfang, habe gar nicht mitgekriegt, was da eigentlich abläuft, ein paar Jahre lang. Es gäbe ja noch eine andere Möglichkeit, Sie ein bisschen daran zu erinnern, dass Sie eigentlich für bestimmte Leute fehl am Platze wären, wenn Sie wieder in die politische Arena etwas größer zurückkehren. Ich erinnere daran, das mögen jetzt Verschwörungen, das mag sich nach Verschwörungstheorie anhören, aber ich erinnere daran, dass Sie ja des Öfteren von der Polizei aufgehalten wurde, nachdem man sie suspendiert hatte, was ja noch, jetzt zwangen wir mal auf, dass er unsere Kreise gestört hat, denn wir haben ja schließlich eine bestimmte politische Richtung, hat ja wie einen Erbhof, ja über 60 Jahre lang, das Landratsamt inne gehabt. Jetzt kamen Sie, haben einen aus der anderen politischen Ecke, aber wirklich schön rausgekegelt. Dann kam diese Finanzaffäre, die ja nicht gerade neu entstanden ist, sondern die Jahre zurückliegt. Und würde es Sie überraschen, wenn Sie jetzt im Wahlkampf in den nächsten Monaten des Öfteren mal in Polizeikontrollen geraten würden? Ja gut, das war so, als ich von dem Amt dann suspendiert wurde, wo der Münchner Merkur dann drüber geschrieben hat, ein verheerendes Fehlurteil war es nun, als das aufgehoben wurde. Ich wurde über Jahrzehnte fast nie kontrolliert. Das war dann schon ein bisschen komisch,
dass ich innerhalb von 2 Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, 5 oder 6 Mal aufgehalten wurde, aus einer Kolonne einmal, das war ganz, ganz horrend, Kolonne fuhr aus einer Kolonne heraus von 6 Autos rausgepickt, die anderen mussten weiterfahren. Also das hat man wirklich mit der Hand greifen können, was da dahinter stand. Und ein einziges Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich sogar was getrunken gehabt. Aber da ist meine Frau gefahren und nicht ich. Und meine Frau musste mich dann furchtbar zurückhalten, weil ich leider an dem Tag dann schon ganz schön geschimpft habe. Habe ich gesagt, lasst euch doch bitte nicht von allem entspannen. Offen und ehrlich, das war kurz vor meiner Haustüre zu Hause, wo ich da aufgehalten oder mein Auto aufgehalten wurde. Konnten ja nicht wissen, wer fährt. Also ich denke, dass man aus diesen ganzen Dingen gelernt hat, Polizeikontrollen richtig. Aber dass man solche Dinge ansetzt und man weiß nicht, wer da immer wieder angerufen hat, das ist nicht bekannt. Es muss nicht unbedingt der politische Gegner nur gewesen sein, was ich sogar glaube, sondern ich glaube eher, dass der eine oder andere, der auch gemeint hat, er hat noch eine Rechnung offen, dass der halt dort angerufen hat. Und was will die Polizei machen? Als dass sie dann fährt und sagt, hallo, der fährt da draußen betrunken wahrscheinlich rum. Ich habe daraus gelernt, zum Glück war ich nie betrunken, immer 0,0, musste Alkoholtests machen, es war alles da, also Blut wurde mir nicht genommen, aber es war immer 0,0 und ich denke, dass die Zeit wohl bei jedem vorbei ist, dass man so miteinander keine Politik machen kann. 0,0 wäre jetzt nicht unbedingt das erfreulichste Ergebnis, ja, das Sie bei der Wahl einfahren möchten. Lassen Sie mich Ihr Alter nochmal ansprechen. Und zwar aus der Arbeitswelt hört man ja, wenn sich ältere Fachkräfte um einen Job bewerben, bekommen sie meistens zu hören, sie seien entweder zu alt oder überqualifiziert. Was sollen die Wähler im Landkreis Pfaffenhofen bei dieser Wahl, also streng genommen ihre angestrebten Arbeitgeber, in der erfahrenen kommunalpolitischen Fachkraft, dem 70-jährigen und dann 71-jährigen Josef Schech, denn sehen? Ich bin also sicher nicht überqualifiziert. Ich glaube, ich bin gut aus der Kommunalpolitik informiert. Und wenn ich das reinbringe, kann das für alle Jungen, die auch hoffentlich da drin sitzen, einen guten Mix geben, wenn Erfahrene und Junge miteinander zusammenarbeiten und ihre miteinander eine Diskussion führen, dass sie das Beste daraus rausholen. Überqualifiziert oder in der Arbeitswelt, muss ich sagen, das ist eigentlich eine Dummheit. Wenn jemand gerne noch etwas beitragen will und beitragen kann, dann sollte man das, auch gerade wenn man das heute im Fachkräftemangel draußen anschaut, wo wir doch händeringend alle nach Fachkräften, insbesondere in dem Bereich, wo ich herkomme, am Bau drüber nachdenken. Sicher ist der 71-Jährige nicht mehr geeignet, am Dachstuhl als Zimmerer rumzuturnen, aber er ist sicher geeignet, hier im Organisatorischen, im Ratschlag, im Handwerklichen Fähigkeiten weiterzugeben. Und das ist bei der Industrie sicher nicht anders. Ich verstehe diese Einstellung nicht. Und nicht umsonst hat man ja diese Fulltime-Jobs wie Bürgermeister und Landräte auf 65 Jahre begrenzt. Aber im Parlamentsbereich, wo es Sitzungswochen gibt und wo die anderen Zeiten sich dann einer mehr oder weniger engagieren kann, ich gehöre sicher zu denen, die sich mehr engagieren, weil ich mir fast jeden Schuh immer anziehe, wenn jemand zu mir kommt und sagt, der hat eine Bitte oder ein Problem, dass man denen die Möglichkeit gibt. Ich persönlich, ich würde es gern machen und ich hoffe, dass auch irgendwie das Vertrauen kommt und keiner sagt, Adenauer war in meinem Alter mit 71, glaube ich, noch nicht einmal Bundeskanzler, der wurde jetzt mit 73 oder 72, weiß ich nicht mehr genau. Also, gesetzt den Fall, im Herbst erzielen Sie das beste Ergebnis aller Direktkandidaten hier bei uns im Landkreis.
Mit diesem Votum hätten Sie ja dann die Eintrittskarte für das bayerische Parlament. Ja. Kämen vielleicht aber trotzdem nicht ins Maximilianeum, weil die Partei, ich darf nochmal in Erinnerung rufen, sie kandidieren für die FDP, weil diese Partei die erforderliche Stimmenanzahl von insgesamt 5% auch bei dieser Wahl wie bei der letzten nicht schafft. Es ist ja nicht ausgemacht, dass die FDP in den Landtag käme, weil wenn man sich die FDP über einen längeren Zeitraum anschaut, zum Beispiel die letzten 8 Wahlperioden, dann war sie 2-mal drin und 6-mal nicht. Das heißt, sie hätten gewonnen und trotzdem verloren. Ihre Reaktion? Ich glaube schon daran, dass die FDP reinkommt. Es kann natürlich anders sein. Ich meine, es hat momentan, die Hintergründe kenne ich nicht. Ich war bei den solchen Sondierungsgesprächen nicht dabei in Berlin. Mit dieser Absage an eine Jamaika-Koalition einen Rückschlag in der FDP, den Umfragewerten gegeben. Jedoch, denke ich, können wir das mit guten Informationsveranstaltungen, momentan sind ja die Prognosen noch immer 5+, sicher wieder aufholen. Und ich glaube auch, dass es notwendig ist, dass die FDP wieder mit ins Parlament einzieht. Die FDP ist für mich eine Partei, die aus der Stärke heraus etwas bewegen will. Und ich habe mal schon in einer Versammlung gesagt, nur aus der Stärke heraus kann man helfen. St. Martin hat seinen Mantel doch nur verteilen können, weil er einen Mantel hatte. Und darum meine ich, wir brauchen eine Partei, die zum Engagement, zum Fleiß steht. Und was in der FDP, das habe ich auch den Kolleginnen und Kollegen im Kreistag gesagt, ich bin ja hier mit in dieser Fraktion, dass mir ein bisschen das Soziale nicht stark genug nach außen kommt. Ich will damit sagen, wenn man etwas zu verteilen hat und hat diese Einstellung, so wie ich auch, das Soziale ist mir sehr, sehr wichtig, dann glaube ich, können wir auch, wenn man das dem Wähler jetzt dann erzählt und mitbringt, etwas erreichen. Aber Sie haben natürlich recht, angenommen, ich würde es als Direktmandat schaffen, dann sehr, sehr viele Mitbewerber da, gute Mitbewerber unter anderem auch sicher. Es kommen wahrscheinlich noch mindestens einer. Und es kommen mindestens noch einer oder zwei dazu. Also es hat der gewonnen, der die meisten Prozent im Landkreis erreicht und der Landkreis ist leider etwas geschrumpft, also der Stimmkreis muss ich sagen, weil leider Eulenbach, Geroldsbach, Scheiern nicht mehr zu unserem Stimmkreis im Landkreis gehört, obwohl das Orte sind, die 100% eigentlich zu unserem Landkreis auch in ihrer jahrzehntelangen Tradition und Geschichte gehören. Aber gut, das wurde damals, als Seehofer in Neuburg kandidierte, geändert. Ist so, müsste man hinnehmen, dadurch sind wir ein relativ kleiner Stimmkreis. Und sollte es halt ich doch schaffen, dann ist es eine Frage, wie das ist, das Gesetz, sowas hat es noch nie gegeben eigentlich. Also, dass der Kandidat es schafft, aber die Partei, die 5% nicht schaffen, das hat es noch nie gegeben. Also immer, wenn es ein Kandidat geschafft hat, dann ist eigentlich auch die Partei im Landtag drin gewesen. Also dieser sogenannte Worst Case, wenn der auftritt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre der Wählerwille ad absurdum geführt. Da müsste man sagen, es kann doch nicht sein, der Wähler will diesen Mann im Landtag haben, aber weil die Partei es nicht geschafft hat, dann könnte er im Endeffekt nicht in den Landtag einziehen. Also ich glaube, dass so etwas dann ganz schnell vom Verfassungsgericht geklärt werden müsste. Das hat es noch nicht gegeben und ich habe erst mit ein paar Juristen darüber gesprochen, die sagen also Leute, es gab es noch nicht, aber das müsste man klären, weil damit der Wählerwille nicht respektiert wird. Wollen Sie das? Wollten Sie das dann klären lassen? Ach, ich glaube, das ist noch so weit weg und ich behaupte ich hoffe, muss ich dazu sagen, dass die FDP es schafft. Ich muss aber noch dazu sagen,
ich kandidiere auf der FDP-Liste und ich bin meiner Zeit treu geblieben. Ich war, als ich ein öffentliches Amt angestrebt habe, nie bei einer Partei. Ich bin also auch nicht Mitglied der FDP. Ich bin dankbar, dass die FDP sagt, Schecht, du kannst auf unserer Liste kandidieren, weil du mit unseren liberalen Gedanken doch mindestens 50,1% übereingehst. Und das reicht ja immer. Und man muss immer, in der Politik hat es das noch nie gegeben, dass alle einer Meinung waren, sondern in einem wirklich guten Diskurs miteinander die beste Lösung finden. Und das habe ich längst gelernt in der Politik, dass man nicht immer selber Recht haben muss, sondern die Größe haben muss, wenn der andere sagt, du, das kann man vielleicht auch so machen, und man merkt es im Bauchgefühl, dann stimmt man halt zu und sagt, okay, dann machen wir es, oder machen wir aus unserer beider oder dreier Meinung einen Kompromiss. So funktioniert Politik, und darum tut es mir eigentlich auch weh, dass in Berlin diese Verhandlungen sich so zäh hinziehen, nur damit jeder nach außen gehen kann und sagen, ich habe das meiste durchgebracht. Im Endeffekt sollen sie alles ganz viel durchbringen im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger. Herr Schech, Ihre Kandidatur ist nicht nur eindimensional interessant, sondern in mehrerer Hinsicht wird das sehr interessant, besonders dann das Ergebnis. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ich bedanke mich auch. You are ready to wake up.